Wir haben mittlerweile eine ziemlich gute Vorstellung darüber, was eine Bewegung ist. Und hier soll es darum gehen, zwei physikalische Begriffe einzuführen. Und zwar geht es um das physikalische Tempo und um die physikalische Geschwindigkeit. Als wir die Animation erstellt haben, haben wir festgestellt, dass schnelle Objekte pro Zeiteinheit längere Strecken zurücklegen als Objekte, die langsamer sind. Und das führt uns eigentlich direkt zu der Definition vom Tempo. Die pro eine Zeiteinheit zurückgelegte Strecke wird physikalisches Tempo genannt. So, und da wir in Physik nicht Tempo ausschreiben wollen oder andere physikalische Begriffe ausschreiben wollen, führen wir meistens Symbole hinzu. Und das Symbol der Geschwindigkeit ist ein kleines V. Quatsch, das Symbol vom Tempo. Jetzt komme ich auch durcheinander. So, wenn wir das Tempo berechnen wollen, ist das auch ziemlich intuitiv. Also wenn ich in einer Sekunde 2 Meter zurücklege, habe ich ein Tempo von 2 Metern pro Sekunde. Wenn ich in 2 Sekunden 4 Meter zurücklege, habe ich auch ein Tempo von 2 Sekunden. Da muss ich einfach die Strecke, die 4 Meter, durch die 2 Sekunden teilen. Und das ist auch die allgemeine Formel, wie man das Tempo berechnet. Also das Tempo V ist einfach die Strecke geteilt durch die Zeit. Das Tempo. Und dann schreiben wir den Buchstaben V, um das nochmal zu verdeutlichen. Und das kann mittels der Formel V ist gleich, ich schreibe das erstmal aus, Strecke geteilt durch die Zeit. Und auch die Strecke und Zeit wollen wir nicht jedes Mal als Wort ausschreiben. Die Strecke kürzen wir mit einem kleinen s ab und die Zeit mit einem kleinen t. Jetzt müssen wir noch den Satz beenden. Das Tempo V kann mittels V ist gleich Strecke durch die Zeit berechnet werden. Alles, was wir in Physik messen, braucht auch eine Einheit. Und die Einheit von Tempo ist auch aus dem Alltag meistens bekannt. Oft spricht man von Kilometern pro Stunde. In der Physik bevorzugen wir aber die Einheit Meter pro Sekunde, weil die Bewegungen, die wir uns anschauen, meistens im Sekundenbereich stattfinden und nicht in Stunden gemessen werden. Also die Einheit. Von Tempo ist Meter pro Sekunde beziehungsweise Kilometer pro Stunde km durch h. Ich mache es vielleicht hier neu. Km durch h im Alltag sieht man oft diese Schreibweise. Das ist einfach nur dafür da, dass es in eine Zeile passt, also km geteilt durch h. Ich schreibe es lieber als Bruch. Ich mag Brüche. So, km durch h, das sind Kilometer pro Stunde. Und bitte nicht Stundenkilometer. Kilometer sagen, das ist aus physikalischer Sicht einfach Unsinn. So, auch das wollen wir nicht immer so ganz ausschreiben. Es gibt eine Kurzschreibweise dafür, wie man die Einheiten einer physikalischen Größe eingibt. Man kann das ganz kurz schreiben. Und zwar nehmen wir das Symbol von der Größe, von der wir die Einheit eingeben wollen. In diesem Fall ist das die Geschwindigkeit. Und schreiben sie in eckigen Klammern. Das bedeutet, dass wir jetzt die Einheit angeben wollen.
und das ist Meter pro Sekunde. Und dann schreibt man auch noch eine 1 davor, damit man weiß, okay, die Einheit ist 1 Meter pro Sekunde. Und dann haben wir noch die weitere Einheit angegeben, Kilometer pro Stunde, also V in eckigen Klammern, 1 Kilometer geteilt durch eine Stunde. So, wir machen noch eine Übungsaufgabe dazu, aber ich verrate es schon, dass die Umrechnung folgend ist: 1 Meter pro Sekunde entspricht 3,6 Kilometer pro Stunde. So, das kann man sich immer herleiten. Es ist auch nicht schwer. Ich merke mir das aber immer so, wenn ich in einem normalen Schritttempo gehe, mache ich pro Sekunde einen Schritt. Das ist ungefähr eine Strecke von einem Meter. Also die Schrittgeschwindigkeit dürfte ungefähr bei 1 Meter pro Sekunde liegen. Und die Schrittgeschwindigkeit ist gleichzeitig ja etwas über 3 Kilometer pro Stunde. Also diese Rechnung, also mit dieser Eselsbrücke kann man sich das ziemlich gut merken. Also wie gesagt, die Herleitung machen wir als kleine Übung. Okay, jetzt könnte man sagen, damit wären wir eigentlich fertig. Das Tempo ist das, was man aus dem Alltag als Geschwindigkeit kennt. Die Antwort ist wieder mal jein. Also wenn man sich vorstellt, zwei Objekte liegen in gleicher Zeit gleichen Strecken zurück, bedeutet es noch lange nicht, dass sie die gleiche Bewegung durchführen. Es kann ja natürlich sein, dass ein Objekt sich irgendwie von links nach rechts bewegt und ein weiteres Objekt sich von rechts nach links oder von oben nach unten oder so schräg von unten links nach oben rechts und so weiter bewegt, und die könnten ja das gleiche Tempo haben, aber die Bewegungen sind doch verschieden, weil die andere Richtungen haben. Und die physikalische Geschwindigkeit sind beide Eigenschaften zusammen. Wir betrachten dann sowohl das Tempo als auch die Bewegungsrichtung. Und das ist auch direkt schon die Definition der Geschwindigkeit. Die physikalische Geschwindigkeit setzt sich aus dem Tempo und der Bewegungsrichtung zusammen. Auch die Geschwindigkeit hat ein Symbol. Das Symbol der Geschwindigkeit ist ein, ähnlich wie bei dem Tempo, ein kleines V, aber mit einem Pfeil nach rechts drüber. Also das ist ziemlich sinnvoll, es so zu benennen, weil Geschwindigkeit und Tempo sehr verwandt sind. Und man kann sich das so merken, dass es ja das Tempo V plus die Richtung, und Richtungen gibt man ja mit Pfeilen an. Also später in Mathematik oder in der Oberstufe werden wir auch von sogenannten Vektoren sprechen. So, wie stellen wir Geschwindigkeiten dar? Ja, so wie wir auch die Richtungen angeben, man zeichnet Pfeile und das Tempo wird durch die Länge des Pfeils symbolisiert. Also je länger ein Pfeil, desto höher das Tempo, und die Richtung, in die ein Pfeil dann zeigt, ist halt die Bewegungsrichtung. Also Geschwindigkeiten werden in der Physik mit Pfeilen dargestellt. Und dann gibt es einmal die Pfeilrichtung. Diese entspricht der Richtung der Bewegung. Oder Richtung der Geschwindigkeit.
Und die Pfeillänge entspricht dem Tempo. Wenn man jetzt alles in einer Zeichnung darstellen möchte, braucht man erstmal sowas wie eine Legende. Also ich muss einmal sagen, was ist überhaupt ein Meter pro Sekunde, also was ist überhaupt eine Einheit. Und zum Beispiel sage ich zwei Kästchen. Moment, Hokus Pokus, zack, jetzt sollten die Kästchen da sein. So, also diese Strecke hier, die zwei Kästchen sollen 1 Meter pro Sekunde entsprechen. Und in dem Heft ist es 1 Zentimeter. Und dann zeichnen wir einen Körper. Die Körper zeichnen wir meistens als Vierecke, weil es am einfachsten geht. So, das ist jetzt ein physikalischer Körper. Und dieser soll sich mit einem Tempo von 3 Metern pro Sekunde von links nach rechts bewegen. Wir starten in dem Schwerpunkt des Körpers, also in der Mitte des Körpers, ziehen 6 Kästchen, das sind 3 cm, und nennen diese Geschwindigkeit V1. Pfeil drüber, also das Tempo von diesem Körper sind 3 Meter pro Sekunde. Und dann können wir uns noch einen Körper vorstellen, in der gleichen Größe. Stopp. So, da wollte ich das haben. So, kann ich es einfach die Kästchen zu erwischen. Und jetzt starten wir wieder in der Mitte des Körpers, gehen 3 Kästchen nach unten und 4 Kästchen nach links. Machen eine Pfeilspitze, das ist die Geschwindigkeit V2. Und dadurch, dass wir 1,5 cm nach unten gehen und 2 cm nach links, weiß ich, dass dieser Pfeil hier eine Länge von 2,5 cm hat. Wer es nicht glaubt, kann es nachmessen. Und weshalb ich mir so sicher bin, dass das wirklich diese Länge ist, ich kenne den Satz des Pythagoras. So, das Tempo V2 ist dann 2 Meter pro Sekunde, falls ich das jetzt noch nicht gesagt habe.